ersten Sprung. Hier sind die fucking Windmühlen. Ich habe die vorhin nicht gefunden, als ich das Luftrennen neu gemacht habe. Mein ursprüngliches Rennen ging hier in Schlangenlinien um die herum. Und durch die durch. Eze, wenn der Wagen jetzt zerfetzt. Okay. Wenn der auf dem Kopf gelandet wäre oder mit der Schnauze voran, wäre der in die Luft geflogen. Weißt du das? Ja. Ist mir auch schon passiert. Fährst du aufs Industriegebiet zu oder ist es da drüben Militäreinrichtung? Oh, oh, oh. Auf jeden Fall was mit den Cops. Oh, aber guck mal, da ist ein Capture the Flag. Siehst du das? Wo? Hier, links. Ach, jetzt da hinten. Nächste wieder links. Siehst ja, du ja. Das? Direkt hier ja, drüben. Ja. Das heißt, du musst irgendwie auf der dann Brücke dahin. Dann horstest du das mal. Und dann kaufen wir uns Leipzig alle live auf Eismann. Es wird jetzt auch so neuer. Eismann. Der Eismann, der Böf. Aber guck mal, Bofrost passt noch besser, ne? Dieses Böfrest. Böfrest. Oh, jetzt hostet mein Charakter und deinen auch, oder was? Weiß ich nicht. Hostest du da oder nicht? Ich muss jetzt mal gucken. Doch, tu ich. Okay, dann geh ich raus und dann lädst du mich ein. Ja. Toll, jetzt kann ich nicht mehr in meinen Wagen einsteigen, weil du den direkt auf dem Capture abgestellt hast. Du bist auch so ein Esel. So, Eze, schick mir mal eine Einladung. Eze? Moment. Alle aus aktueller Sitzung? Nee, da komme ich ja nicht dazu. Mach erstmal alle vom letzten Job. Ja, warte. Freunde, die GTA spielen. So, hast du was bekommen. Okay, ja, jetzt seh's. Und ich sage dann trotzdem mal... Hi, gute Wie, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play GTA Online. Es sieht ganz danach aus, dass wir jetzt einmal capturen mit Eze, der uns ja hier irgendwelche komische Musik angestellt hat. Ich mach mal Plain County an. Ich weiß gar nicht, was da lief. Was hat denn der? Zeitlimit oder was macht man hier? Ich weiß es auch nicht, muss mal gucken. Und? Los, Eze. Füg bei Spieler hin. Warte, ich muss mal kurz jemanden nachschauen. Mach mal schnell Start oder einladen oder irgend sowas. Ich muss mal gerade jemandem was schreiben. Nee, du musst jetzt mal gerade niemandem was schreiben. Doch. Nein, weil dann die Zeit läuft ab. Guck doch mal unten. Mach doch mal Zeitverlängerung, dass noch mehr Spiele dazu kommen. Drück mal Dreieck. Warte, Eze? Ich muss kurz... Dreieck? Du meinst alle einladen, oder wie? Nein! Zeitverlängerung steht doch ganz unten rechts bei dir, oder nicht? Du bist Horst. Hast du noch nie was gehostet? Okay. So, jetzt machen wir mal alle aus aktueller Sitzung. Ich habe fast nie gehostet. Okay. Hauptsache, wir kommen auf eine gerade Anzahl, das wäre besser. Ich bin Capture. Oder die zwei sind ja auf Abruf, das heißt, dann können wir gleich anfangen. Bin mal gespannt, wie die Teamverteilung ist. Am Ende, sind wir beide gegen diesen Profi da oder so. Und was hast du jetzt wieder geschrieben? Hast du mir etwas geschickt oder was? Nee. Möchtest du abbrechen? Ja, möchte ich. Wieso nee, einem Kollegen. Achso. Aber wir machen ja eh jetzt nur eine Folge. Ja, eben. Hab ich gesagt, ja. Oh, du hast volles Weilchen, dein Charakter. Ey, ja, wir sind in einem Team. Guck, der Happy Kings wurde zusammengepackt. Ja, warum nicht? Alter! Guck dir mal bitte das gegnerische Team an. Der eine sieht aus wie Sam Fischers Bruder. Warte mal, nicht bereit? Wie kann ich mir die angucken, die anderen? Jetzt geht's grad nicht, das wirst du dann sehen, sollten die gewinnen. Ach, mit dem Nachtsichtgerät? Ja. Krass. Sam Fischers Bruder. Sag mal, wo kriegt man das? Vielleicht den Maskenladen? Oder man schaltet das später frei, weil der ist ja schon irgendwie auf Stufe 100 oder so. Wow. So, Fossilienduelle, Runde 1. Was müssen wir denn capturen? Fahrzeuge oder was? Heute ein Tankwagen. Ah ja. Das heißt, ah ja, jetzt sehe ich's. Wir brauchen müssen einen. Müssen die hinbringen, oder wie? Ja, und was geht denn hier schon wieder ab?
Hä? Wer ist da in dem Feuerwehrauto rum? Ich hab keine Ahnung, was da abgeht. Ist überhaupt einer drin? Doch. Bitte, komm. Steig ein. Was machst du? Bist du denn? Was machst du denn? Warum spritzen die mal? Guck mal, wie die da rumspritzen. Was machst du denn? Ach, nur Scheiße. So, markier mir mal einen dieser dunkelgrünen Wagen. Ja, siehst du die? Moment. Oh, wo sind die denn bitte? Fahren die oder stehen die? Ach, hier sind sie. Okay. Fahren die oder stehen die? Hab's dir markiert. Fahren die oder stehen die? Stehen. Okay, Ezo, halt deine Knarre bereit, weil wir könnten jeden Moment jetzt einem feindlichen Spieler begegnen. Ja. Jederzeit bereit. Ach so, das unter mir ist ein Gesundheitspickup, okay. Hier, du kannst hier dann rein theoretisch auch einen Beutel... Wo war ich denn lang? Du kannst hier dann auch ein Beutelfahrzeug krallen, da ist ja noch ein zweites. Siehst du das? Ja, jeder eins, würde ich sagen. Mhm, meine ich ja. Kannst du ja das Markierte nehmen und nicht das andere. Und du nimmst ja die Ömmiskarre. Ömmiskarre. Das ist nur die Anhänger, oder wie? Ach nö, wir hätten eine Zugmaschine nehmen müssen, scheiße. Markier mal unsere Basis, dann fahren wir da schnell zurück und dann nimmt sich jeder eine Zugmaschine. Wir sind die blaue Basis. Das blaue Häuschen. Ja. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Ich auch nicht. Oh, das wird einen Spaß geben. Ein Capture mit Tankwagen. Alter! Das sind die feindlichen Spiele. Schieß auf die. Ist alle beide? Ja. Mal gucken, ob ich es im First-Person-Modus besser hinkriegen würde. Der muss ja aussteigen, ne, bei uns. Und dann mache ich ihn kaputt. Ach, man hat hier gar nicht seine eigenen Waffen. So, Eze. Jetzt auf ihn, schieß auf ihn. Ich habe keine Muni mehr. Alter. Haha, ich hab mir überlegt. Hey, cool. Dabei hat sich mein Rang erhöht. Das ist 19. Und meine maximale Gesundheit auch. Oh, ich bin in der Zugmaschine. Okay, dann fahr rüber und hol dir so einen Wagen. Ich brauch mal nur ganz kurz eine Panzerung. Eine Panzerung. Und uff, die geht's. Oh, das wird jetzt ein Spaß, mit diesen lahmen Krücken zu fahren. Was mache ich denn? Hast du das gesehen, wie ich über die Bande gejumpt bin? Ja, alles gesehen, Kollege. Na, guck mal. Bei 3 Punkten hat man schon gewonnen. Das heißt, wenn wir schon gleich... Weil irgendwie habe ich von den anderen Spielen sonst außer jetzt dieser einen Aktion eben gar nichts gesehen, ne? Wenn wir jetzt schon gleich 2 Wagen mitnehmen können, dann ist es ja gut. Ich glaube, die haben auch gar nicht verstanden, was sie machen müssen. Aber es kann auch gefährlich werden, weil... Tankwagen, wenn da einer drauf schießt, fliegt uns das Ding um die Ohren. Oh, da kommen sie. Egal, wir sind ja. Ach, ich glaube, der hat. Ey, die haben es echt nicht verstanden, weil das sieht nämlich aus, als ob der zu unserer Base fährt und denkt, der kriegt da einen. Ja. Die haben es nicht kapiert. Bei uns gibt es nur Zugmaschinen. Ja, wir haben aber auch einen Moment gebraucht, Eze. Aber nicht so lange wie die. Also wie Sam Fischers Bruder und wer auch immer. Und Haruyas Bruder. Haruyas Bruder. Du nimmst dir den? Oder willst du den anderen holen? Den hinteren nehme ich mir. Okay. Ach, da ist er ja schon, scheiße. Boah, rückwärts navigieren hier immer. Das ist jetzt auch so geil, so schön rückwärts dran zu fahren, dass es passt, ne? Ja. Wie hast du das geschafft? Hab ihn schon. Ja, ich seh's. Ah, ich auch. Ah, ich muss andersherum rausfahren. Ich komme hier nicht durch. Scheiße. Ich müsste mal irgendwo wenden können. Nein! Oh, pass. Fuck, da sind die. Nein! Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Pass auf, die Spieler kommen, ne? Eze,
Was? Ich hab's geschafft, dass mein Tankwagen stecken geblieben ist. Warte. What the fuck? Scheiße, die Spieler. Mein Tankwagen ist stecken geblieben. In der Leitung? Nee, der ist halt so in so einem Ding, auch so eine Art Bande oder so hängen geblieben. Okay. Na gut, dann versuche ich hier die Stellung zu halten, während du ins Ziel fährst. Wenn wir ja nicht die, wenn wir nicht die volle Anzahl schaffen, aber einen Punkt mehr haben bei Ablauf der Zeit als die, dann ist das ja schon mal was. Oh, der schießt auf mich. Na, warte mal, falsch. Ja, toll, wie soll ich jetzt hier reinfahren? Hier ist ja alles voller Zugmaschinen. Ich jetzt hier in der Mitte mich da durchschlängeln. Alter! Ich komme hier nicht durch. Itze, wie kann ich denn zoomen bei dem Sniper? Steuerkreuz. Macht der aber nicht. Oh, ganz ehrlich, ey, das ist doch behindert. Ich hab ihn wieder weggepustet. Jetzt ist der Anhänger, hat er sich entkoppelt. Ja, das dürfte aber kein Problem sein, den wieder aufzusammeln. Nee, aber... Das Problem ist, den abzuliefern, weil hier sind überall Zugmaschinen geparkt. Ich komme nicht in die scheiß Basis rein. Ich guck mal, was passiert, wenn ich so einen Tank jetzt erschieße. Ne, passiert nichts. Alter, wer hat denn diese scheiß Mission bitte gebaut? Die ist von Rockstar Games selbst. Ja, dann haben die keine Ahnung. Na, Hauptsache du schaffst es in den nächsten knappen 3 Minuten, dann kriegen wir mich einen Punkt. Och Gott, ey, was ist denn das für eine... Scheißkarre, ey, jetzt fährt der nicht mehr. Ey, ich stecke hier fest. Nee, oder? Doch. Der rührt sich nicht mehr. Kannst du noch wenigstens abkoppeln und mit einer anderen reinschieben? Wie koppel ich denn ab? Rechte Steuerkreuz gedrückt halten, wenn du im drinne sitzt. Nee, kannst du klicken. Oh fuck. Das gibt's doch nicht, will das Ding mich verarschen? Dann schnapp dir die nächste Zugmaschine. Ich versuche mal dort trotzdem ein bisschen. Ach, ich hab ja den einen Spieler abgeknallt, der hat ja dann eine Zugmaschine dadurch hier gelassen. Ich versuche mal, ob ich einen mitnehmen kann. Warte. Eventuell geht das. Ich muss nur mal testen. Fuck, der macht gleich Bumm. Scheiße. Hier fliegt mir gleich alles um die Ohren. Hey, cool. Achso, wurde eingesammelt, nicht abgeliefert, okay. Jetzt, was machst du? Ich versuche die wieder gerade zu rücken. Was ist jetzt? Du komische Zugmaschine, willst du in die Luft fliegen oder nicht? Dann versuche ich doch mal mein Glück. Steck mal ein. Los, steck mal ein. Komm, ich jetzt nicht mal rein oder was? Ich hab das voll kaputt gefahren, das gibt's überhaupt nicht. Ja Leute, ne? Gibt ihr nicht. Eze, komm! 50 Sekunden noch. Die Zeit läuft. Schaffst du eine von deinen. Hier. Nee, hier steckt ja alles fest. Ich komme hier keinen Millimeter voran. Ich auch nicht. Dann geht das unentschieden aus. Auch gut. Oh, der feindliche Spieler ist wieder da. Der will sich jetzt an mir rächen, dass ich ihn die ganze Zeit abgeknallt habe. Der hat sich bis hierher geschlichen. Ich habe den gar nicht gesehen. Also ist das wirklich Sam Fischer? Ja. Ich hab's nicht mehr geschafft, hier irgendwie meine Maschine loszukriegen. Die hat sich gleich festgehakt am Anfang. Wenn du eine abliefern könntest, wäre es ja gut, weil dann würde nämlich hier eine neue respawnen. Aber jetzt ist es vorbei. Dam, dam, dam. Boah, ganz ehrlich. Wir haben aber gewonnen. Ja, weil wir... Keine Ahnung warum. Hä? Dieser Gizmo hat nur zugeguckt. What the fuck?
Okay. Wir waren alleine mit dem. Nee, aber das hat, ey, Eze, wir haben fürs Nichtstun quasi 10.000 Dollar bekommen. Oh, nicht schlecht. So, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit von dieser Session, dann machen wir jetzt noch Läden überfallen, oder? Ja. Wie, kommen jetzt bei diesem Rasthof hier raus? Ach nein, Runde 2. Ach, das ist noch nicht durch. Ja, dann können wir das ja noch machen. Dann können wir es ja noch mal versuchen, ob wir es hinkriegen. Jetzt wissen wir ja wenigstens schon mal, worauf wir uns einlassen. Auf einen Haufen Scheiße. Ah ja, jetzt starten wir von der anderen Seite. Aber ist ja geil, dass wir trotzdem zu zweit gegen den einen Typen sind. Ja. Ist ja auch gar nicht unfair und so, ne? Wie soll's egal sein? Sag mal, haben eigentlich Rockstar Games was gesagt, dass ob sie noch mehr Heists machen, außer nur die 5 für online, oder? Boah, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass da noch cool welche wäre, kommen. Was auch cool wäre, wäre ein Heist-Editor. Ja. Es wäre halt nur schwierig dann mit den Zwischensequenzen, ne? Ja, aber du hast halt keine Zwischensequenzen, sondern du wirst halt auch so ein bisschen in der Hand geführt von Rockstar Games, dass du sagst, ja hier, da muss da ein Checkpoint hin, da muss das eingefügt werden, dieser Trigger. Ja. Aber ich bin mal eh gespannt, sie haben ja schon Ideen für GTA 6 und sie haben auch schon wieder Rechte eingetragen für einen Ableger, aber wahrscheinlich wieder einen Handheld-Ableger. GTA 6, das einzige, was ich gehört habe, war, dass das angeblich so groß wie die Welt sein soll. Wie welche Welt? Ja, unsere. Also. Ja. Die echte Welt, ne? Die echte Welt. Ja. Das glaube ich zwar nicht, aber auch egal. So, jetzt versuche ich das nochmal mit dem hier. Boah, das ist so schwer gemacht, das gibt's doch nicht. So, ich hab einen. Feindlicher Spieler, wiedersehen. Ha, ich hab's diesmal geschafft, hier wegzukommen. Nein, nein, der schießt auf mich. Der ist jetzt sauer, weil ich den schon zweimal abgeknallt habe. Eze noch da? Ja, gut. Oh, hier ist ein Spieler. Ja, hab ich ja gesagt, der kommt da. Boah, das Ding wackelt aber ganz schön da hinten. Och, scheiße, jetzt hat sich der scheiß Anhänger verbogen. Ja, das ist mir vorhin auch passiert und dann hat sich alles verkeilt und festgestellt. Der ist immer noch hinter mir, what the fuck? Eze! Ja, was denn? Der verfolgt mich. Das erinnert mich gerade irgendwie daran, ich hab jetzt, hab ich ja gesagt, ich hab ja auch wieder angefangen. Ich hab den erschlagen. Mit der billigen Zwiebelkanarre hier. Aber hinter mir ist auch einer. Ach, sind die doch zu zweit jetzt? Ja, ich hab ja gesagt, ich hab ja wieder angefangen, Saints Row die Reihe zu spielen, ne? Und im ersten Teil war auch so eine Mission, da musstest du auf dem Highway einen Sattelschlepper da denn führen und dann auch eine Verfolgungsjagd damit machen. Das sind dann nur so verrückte Missionen in diesem Spiel. Ne, die ersten zwei Teile, die waren noch mehr im GTA-Stil, also nicht ganz seriös so. Also? Ja, seriöser. Wo muss ich den jetzt abliefern? Ach, erst der dritte Teil war so abgedreht, ne? Ab dem dritten Bund. Ja, obwohl im ersten. Im. Ha! Im was? Im vierten Teil auch, ne? Ja, im vierten, der ist ja jetzt recht bekloppt. Aber ich wollte sagen, die haben schon im zweiten Teil angefangen, durchzudrehen. Eigentlich gab es im ersten auch schon so ein bisschen absurden Humor, aber so richtig durchgedreht wurde das später erst. Mhm. Haha, ich hab schon einen abgeliefert, siehst du das? Ja, die haben im Prinzip schon verloren. Ja, aber es geht ja noch 6,5 Minuten. Die wissen aber, glaube ich, echt nicht, was die machen müssen. Und der eine ist mir hinterhergefahren. Die ganze Zeit. Der hat mich auch abgeknallt an unserer Basis. Also irgendeinen habe ich gerade eben mit der Pistole erschlagen. Ja, das ist dieser Gizmo. Der, ja. Der ist aus meiner Freundesliste. Der schickt mir dauernd immer auch Heist-Einladungen. Aber wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht annehmen. Weil wir wollen das ja alles ganz speziell beim Let's Play so machen. Ich habe auch schon am Ende vom Sleeping Dogs Let's Play gesagt, ah, guck, der hat's jetzt kapiert, was er machen muss. Was ist das? Am Ende vom Sleeping Dogs Let's Play habe ich auch gesagt, dass ich als nächstes Gangster Open World Spiel erstmal Saints Row 1 spiele. Oh, geil. Ist das 360 exklusiv? Ja. Und da ist die Steuerung auch noch im Vergleich zu den Nachfolgern etwas hakelig. Weil es war ursprünglich geplant, dass es auf der PS2 rauskam. Echt? Ja, das sieht man der Grafik auch an. Die ist jetzt nur ein bisschen für Xbox 360 Verhältnisse hochgeputscht worden. Mhm. Und warum kam das nicht für die Dingens raus? Entwicklerzyklus. Fuck! Schnell, schnapp dir hier die Zugmaschine.
Ich hab schon eine eigene. Hier, auf der Straße. Ich hab eine eigene. Oder was? Aber ich will nicht, dass er die jetzt klaut. Ach so! Klaut. Jetzt erst! Rausgeschossen. Jetzt erst hab ich es verstanden. Ja, Konsolenentwicklungs-, ein Konsolenzyklus hat sich da gerade geändert und ich glaube, die Firma, die hat es auch irgendwelche finanziellen Probleme und deswegen gab es auch nie einen Ableger für Sonys Konsolen dann vom ersten Teil, weil die wollten den eigentlich schon noch für die PlayStation rausbringen. Ja. Aber als es dann soweit war, wurde dann schon Saints Row 2 angekündigt. Man also, kann da jetzt ab der Spasti. Man kann den zweiten Teil auch spielen, ohne den ersten zu kennen. Da erklären sie dir eigentlich noch teilweise, was da alles passiert ist beim Messer. Aber ich, mir ist aufgefallen, also es geht eigentlich mit jedem Teil, außer beim vierten. Beim vierten, der macht so viele Referenzen und Anspielungen an die Vorgänge. Also wenn du die da nicht gespielt hast, dann bist du eigentlich voll aufgeschmissen. Okay. Boah, die sind so mega träge. Also wenn du nicht wenigstens ab dem zweiten Teil gespielt hast, dann kapierst du im vierten fast nur die Hälfte der meisten Jokes. Aber ich finde die Metal Gear Solid Mission so geil. Ja, die hast du mir ja geschickt. Boah, wie der Typ rast. Ah, ich hab den beim Fahren erwischt. Ja, sehr gut, sehr gut. Das war nämlich die Zugmaschine, aus der er mich rausgeballert hat. Ich hab ihn beim Fahren erwischt. Wie geil ist das denn bitte? Jetzt fahr ich wieder zurück. Das nenn ich mal richtig geiles Capture gerade. Bist du das hier, Eze? Ja, ja, okay. Dann, du gibst mir Geleitschutz. Wir müssen eine neue holen, ne? Ja, es gibt gerade keine neuen, die gepromptet sind, deswegen... Du musst mich jetzt beschützen, fahr mir hinterher, ja, falls ich abgeknallt werde. I'm coming. Was, der hat doch einen noch eingesammelt? Dieser Gizmo? Dann guck doch mal, ob neue da sind. Schaffst du das alleine? Ja, ich denke, ich hab jetzt schon. Hab ich eben davor auch auf dieser Distanz. Oh, das ist ja richtig spannend hier gerade. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so spannend sein kann, mit LKWs durch die Gegend zu fahren. Die eigentlich sich schon an sich so träge und behäbig steuern. Tja, nur mit EC und mir gibt es aus einer so kleinen Mission so ein großes Trolling. Wir schlagen uns mit Sam Fischer und Co. rum. Und es geht richtig zur Sache. Das heißt, Sam Fischer, unser Möchtegern Sam Fischer. Nochmal Dank an die zwei, die da mitgespielt haben, wenn ihr dieses Video hier seht. Es war auf jeden Fall eine sehr lustige Troll-Session. Und es kommt natürlich auch noch ein Part. Und wie das ausgehen wird, ob EC Hiesel und ich die Oberhand behalten werden oder ob die anderen gewinnen werden, das seht ihr in der nächsten Folge. Vergesst nicht, Bewertung und Kommentar zu lassen. Ich bin hier raus. Peace out!